Hey, yo Leute, Crymax hier und heute haben wir schon wieder extrem geile neue Infos zu dem bevorstehenden Banküberfall DLC am Start. Und heute gibt es nicht nur Bilder aus dem Coding von GTA 5 zu sehen, nein Leute, heute habe ich richtig viele neue Bilder zu dem Banküberfall DLC am Start, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat, aus dem Trailer oder auf anderen Bildern, die Rockstar Games veröffentlicht haben. Heißt, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall, es gibt echt viel Neues zu sehen. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Info, und zwar bin ich jetzt auch auf Snapchat, da heiße ich wie auch auf allen anderen Plattformen iCrymax. Heißt, wenn euch der unnötige Scheiß noch nicht reicht, den ich den ganzen Tag poste, dann könnt ihr mich auch gerne auf Snapchat adden, da nehme ich natürlich jeden an. Und ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr mich da auch noch adden würdet. Ja Leute, jetzt noch ganz kurz, bevor ich hier mit den Bildern loslege, diese Infos oder besser gesagt diese Bilder wurden von dem Modder FunMW2 veröffentlicht. Ich denke mal, die meisten von euch dürften ihn mittlerweile kennen, ein ziemlich bekannter Modder in der GTA 5 Szene, aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich werde euch jetzt einfach mal nach und nach diese Bilder einblenden. Und ja, hier auf dem ersten Bild können wir einen Tisch sehen mit einigen Utensilien zu einem Banküberfall drauf, denn da kann man eine Waffe sehen, einen Laptop und Masken, aber das finde ich nicht mal so das Besondere. Also die Masken, klar, diese sind auch ziemlich cool, weil diese noch nicht in dem Spiel da sind und diese werden auch neu mit dem Banküberfall DLC dazukommen. Aber das wirklich Coole auf diesem Tisch, das befindet sich unten links im Eck und unten rechts im Eck, denn da kann man zwei Thermitbomben sehen und eine EMP-Bombe oder einen Fernzünder. Da weiß ich momentan noch nicht genau, was damit gemeint ist, aber auf jeden Fall Thermitbomben, das finde ich echt ziemlich cool, denn Thermitbomben benutzt man auch im echten Leben dafür, um Tresore zu sprengen, weil diese extrem heiß werden können. Und das deutet einfach auch nochmal alles auf dieses Banküberfall-DLC hin. Und das finde ich auch extrem cool, dass es da auf jeden Fall neue Bomben geben wird, um diese Banktresore zu sprengen. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Bild. Und da kann man eben, ja, ziemlich viel sehen. Und zwar zwei neue Waffen und drei neue Gegenstände. Oder besser gesagt, zwei Waffen, die es schon in dem Spiel gibt. Aber dafür drei neue Gegenstände, die es eben in dem Spiel noch nicht gibt. Und das wäre einmal ein Nachtsichtgerät, eine Gasmaske und eben diese Feuerwerkspistole. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich hoffe, dass alle drei Utensilien, die man da sehen kann, also die drei neuen Sachen, dass man diese auch im freien Online-Modus haben kann, nicht nur in den Heißmissionen, denn ich stelle es mir echt ziemlich cool vor, so mit einer Gasmaske oder eben einem Nachtsichtgerät im freien Online-Modus rumzulaufen und damit eben ein bisschen, ja, eben nachts auch alles sehen zu können, stelle ich mir echt ziemlich cool vor. Ja, Leute, weiter geht es mit dem nächsten Bild und da kann man diese Bohrmaschine sehen, die man auch schon in dem Heist-Trailer gesehen hat, mit der man eben diese einzelnen Schließfächer in den Banken aufgebrochen hat. Ist auf jeden Fall auch ziemlich cool und das wäre auch ziemlich cool, wenn man diese im freien Online-Modus hätte. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr könnt einfach zu irgendwelchen anderen Spielern gehen und diese dann eben mit der Bohrmaschine umbringen. Stelle ich mir echt ziemlich lustig vor. Auf dem nächsten Bild kann man einen Transporter von innen sehen und da sind auf jeden Fall echt ziemlich viele Kisten. Was da in den Kisten genau drin ist, weiß ich nicht. Also für mich sieht das Ganze so ein bisschen aus wie Drogenpäckchen, aber da weiß ich momentan noch nicht, was damit gemeint ist. Vielleicht einen Transporter, den man im Laufe einer Heist-Mission klauen muss oder, ja, berauben muss, was weiß ich. Auf jeden Fall auch ein Bild, das FunMW2 veröffentlicht hat. Auf dem nächsten Bild können wir einen der beiden neuen Hubschrauber sehen, da kommt ja einmal der neue Apache-Kampfhubschrauber und eben dieser Hubschrauber, den man noch mit einer Minigun ausstatten kann und ja, hier kann man diesen auch nochmal genau auf dem Bild erkennen. Weiter geht es mit einem Bild, wo vier Motorräder drauf zu sehen sind, da bin ich mir momentan gar nicht so sicher, ob das dieses neue Motorrad ist, das da noch dazu kommen wird oder ob das ein Motorrad ist, das man schon in dem Spiel haben kann, da die Qualität ziemlich schlecht ist, aber ich glaube, das ist eins der neuen Motorräder. Ja, dann auf dem nächsten Bild kann man das neue Motorrad sehen, das neue Flugzeug, Versprecherforderungen, egal jetzt. Auf dem nächsten Bild kann man das neue Flugzeug sehen, das man auch schon in dem Trailer gesehen hat. Und ja, ist auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Sache. Ja, auf dem nächsten Bild kann man noch etwas ziemlich Cooles sehen und zwar den neuen Karin Kuruma. Ein ziemlich cooles Auto, weil man kann einfach sehen, dass das Auto wirklich übelst gepanzert ist. Und ich denke mal, das wird man auf jeden Fall dann als Fluchtfahrzeug benutzen, um dann eben vor den Bullen abzuhauen, wenn man gerade eine Bank ausgeraubt hat, weil das Auto sieht einfach doch ziemlich massiv aus und auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Ja, Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon zu dem letzten Bild und da kann man den Karin Technical sehen, mein absolutes Lieblingsauto von dem DLC, denn man kann sehen, es ist ein Karin Rebel, wirklich das billigste Auto überhaupt, aber einfach mit einer Minigun auf der Ladefläche ausgestattet, macht das Auto einfach nochmal ziemlich cool und da freue ich mich auf jeden Fall schon ziemlich darauf, mit diesem Auto dann rumzuheizen. Ja, Leute, hier auf jeden Fall mal einige neue Bilder zu sehen. Ich hoffe natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps und schreibt mir doch einfach mal dazu eure Meinung in die Kommentare, würde mich immer richtig interessieren, was ihr zu dem ganzen Thema meint. Auf jeden Fall ziemlich cool, dass FunMW2 diese ganzen Sachen rausgefunden hat und zu dieser Sache gibt es auch noch eine kleine Geschichte und zwar kurz nachdem FunMW2 diese Bilder rausgefunden hat, hat Rockstar Games eben die Seite, auf der die Bilder waren, ja, eben gleich mal runtergefahren, damit man diese nicht sehen kann, weil diese wollten diese Bilder einfach noch nicht veröffentlichen, aber FunMW2 hat es mal wieder geschafft, da Rockstar Games zu entgehen und hier einfach noch ein lustiger Post, den er da
danach gemacht hat, weil er Rockstar Games mit dieser Aktion einfach ziemlich getrollt hat. Ja, Leute, ich bin jetzt aber an der Stelle einfach mal raus. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn im System brüllt, jetzt mal auf den Like-Button ein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crymix.